Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werden wir heute auf den F1.22 Features Trailer reagieren. Ich freue mich extrem, wir werden noch ein bisschen stoppen und so weiter und gucken, was wir so erkennen können. Abonniert gerne den Channel, wir werden noch, wenn vom Let's 22 rauskommt, jeden Tag wieder hoffentlich ein Video kommen, wenn nicht den zweiten Tag. Ich freue mich wirklich sehr auf das Game, ich hoffe es wird besser wie das 21er. Ihr habt es auch gemerkt, es sind nicht mehr so viele Videos gekommen wie damals. Wir hatten da wirklich auch, ich habe mich echt bemüht am Anfang, jeden zweiten Tag ein Video zu bringen und so. Aber das Game bockt nicht, es tut mir leid, es bockte für mich einfach nicht. Gucken wir mal jetzt den Trailer rein und hier haben wir den Anflug auf Bahrain und da haben wir sehr, sehr viele Cuts, bis ich mal das Wort finde. Der Game Features Trailer, Race Day. So. New Handling, da haben wir schon den ersten Punkt. Ich freue mich auf das neue Handling. Man hat noch nicht vieles gesehen, ich durfte es nicht testen oder so, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sich das ganze Handling anfühlt. Ich erwarte mich jetzt nicht, dass die Autos sich nicht mehr wegdrehen oder so. Das ist natürlich ganz normal, aber doch auch, dass man sie in einem gewissen Maß, dass man Vertrauen wieder aufbauen kann ans Auto. Die F1 Sprints sind jetzt im Rennen, im Game, ist natürlich ziemlich cool. Auch natürlich nur an dem Wochenende, wo auch die Formel 1 dort fährt. Wäre natürlich auch cool, wenn man die optional für jedes Rennwochenende einstellen kann. Dann könntest du so wie in der Formel 1 zwei Rennen einfach fahren. In der Formel 2 einfach zwei Rennen fahren. Ich würde das ziemlich cool finden, wenn man das bei Grand Prix zum Beispiel oder bei normalen, schnellen Spiel einfach auch einschalten kann. Dass man sich so einen coolen kleinen Sprint fährt, das würde ich echt unecht geil feiern. Österreich hier. Natürlich gibt es auch die Formation Lab mit dem immersiven Podcast-Modus. Naja, das bedeutet natürlich auch für uns bessere Videos. Wir können mit diesem Immersiv-Modus coole Sequenzen, kann ich reinschneiden und dass man da wirklich auch ziemlich geiles Zeugs zeigen kann mit Grafiken, Statistiken, ja, und vieles HD-Zeugs, was ich ziemlich cool finde. Hier haben wir gleich den nächsten Punkt. Selbstständig starten und Pitstops, wo man selbst agieren muss, mit Lila, Grün und Rot. Und das finde ich natürlich gerade auch so, du konntest diese Pitstops nie irgendwie, ja, ich meine mit A halten und so, das wäre eine Zehntel gewonnen. Aber so mit diesem perfekten Drücken kannst du die Pitstops und auch die Starts verbessern. Ich glaube jetzt nicht, dass es beim Start das ausmacht, ob ich jetzt ein paar Zentimeter weiter vorne oder hinten stehe. Aber gerade beim Pitstop kann das eine halbe Sekunde bis Sekunde ausmachen, wenn man Lila hat oder Rot hat zum Beispiel. Das finde ich ziemlich cool. Das gehört alles zu diesem immersiv Broadcast dazu. Auch Errors gibt es beim Pitstop, das bedeutet, die können einfach mal fehlen, dass man ja irgendwie der Reifen nicht runtergeht. Ich hoffe jetzt, dass man nicht retiren muss, wenn jetzt, keine Ahnung, wie bei Bottas der Reifen nicht runtergeht. Dennoch finde ich das unnormal genial. Safety Car Periods, also vielleicht jetzt auch nicht mehr nur wie vergangen, auch bei Online und so, dass immer bei Online kommt der Safety Car und genau zwei Runden und dann geht es wieder rein. Dass es vielleicht mal drei, vier Runden bleibt, vielleicht auch mal bei Regen kommt. Oder auch, ja, vielleicht mal nur eine Runde raus. Eine Runde hatte ich auch schon mal, wenn es ganz am Ende ist vom Rennen und die KI denkt so, ja, es geht sich sonst nichts mehr aus, dann bin ich mal eine Runde auch gefahren. Aber dass man vielleicht auch der Safety Car bis zur Ziellinie fährt, würde ich feiern. Ich meine, ist jetzt nicht cool für alle, aber es wäre realistisch auf jeden Fall. Und wir reden ja auch von einem Simulationsgame. Auch neue Trainingsprogramme, ziemlich cool. Ich hoffe, das ist nicht die Ideallinie, sondern nur fürs Trainingsprogramm. Adaptive KI. Hatten wir auch schon mal angesprochen, eine KI, die sich deiner Leistung anpasst, finde ich verdammt genial. Manchmal denkst du dir so, boah, ich kann die KI nicht finden und meine richtige KI-Stufe. Meine war in dem Game zum Beispiel, damals war sie immer so um 100, 102 rum, jetzt ist sie zwischen 90 und 95, also das ist echt streckenabhängig. Wenn du da zum Beispiel in Monaco oder auch in Aserbaidschan, zum Beispiel auch in Spanien, da bin ich sehr schwach, die adaptive KI einstellen kannst, wäre das, glaube ich, cool. Muss ich natürlich angucken, ob das überhaupt was bringt für einen. Natürlich auch Streckenupdates. Australien. Wir haben natürlich Australien, Spanien und auch Abu Dhabi. Die größten Änderungen natürlich in Abu Dhabi, da gibt es gleich 4-5 Kurven, die sich geändert haben. Und auch in Spanien wurde die schnelle Linkskurve jetzt geändert und nicht mehr die Haarnadelkurve. Also die haben die komplette Kurve da rausgenommen und finde ich natürlich toll. Ich meine, das hätte ich mir auch schon im letzten
Teil gewünscht, gerade bei Abu Dhabi, weil man hatte da eigentlich genug Zeit, um die Strecke umzubauen. Ich weiß, man braucht natürlich auch ein halbes Jahr, um die KI so anzupassen, dennoch natürlich auch ein Highlight, wahrscheinlich Miami wird jetzt auch noch kommen. Genau, die einzige neue Strecke im Kalender, Miami. Ich hoffe, die KI ist hier nicht lost und ich hoffe auch, dass die KI in Italien jetzt ein bisschen in Imola zum Beispiel besser ist. Ja genau, wir haben hier noch das Live, da kann man sich anscheinend viele Klamotten anziehen, mit Supersportwagen herumcruisen und auch die komplette Einrichtung seines Living Rooms. Ich habe keine Ahnung, ob das sozusagen GTA ist oder einfach nur so der Raum, wo deine Autos drinstehen, deine Garage oder dein Wohnhaus ist, wozu das Ganze gehört. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mir geht das ein bisschen in Richtung, zu sehr in Richtung The Crew und auch teilweise in Richtung, wie heißt das Game von EA? Need for Speed, geht mir das ein bisschen zu sehr. Das ist doch immer noch Formel 1 und ich brauchte jetzt nicht unbedingt die Supersportautos. Dass man mit dem Safety Car fahren kann, finde ich verdammt cool. Der ist echt cool, der Safety Car. Natürlich gibt es jetzt auch für EA noch weitere Türen nach oben. New My Team. Man kann jetzt auch noch viel, viel mehr in My Team, noch komplexere Sachen machen. Ist cool, muss man, ja, hier noch natürlich alle Teams, die ganzen Motorkomponenten, alle Teams, die Strecken und ja, das war's dann eigentlich. Natürlich wird es auch wieder Splitscreen geben, war jetzt nicht meint so. Ich habe Splitscreen damals gefeiert, jetzt natürlich, wo jeder seine eigene Konsole hat und wo das Ganze auf ja, Corona bestimmt und so weiter sowieso die letzten Jahre nicht ging, ist Splitscreen vielleicht wieder eine Option. Ich habe es jetzt nie so richtig genutzt, vielleicht wenn du nur eine Konsole oder so hast, dann ist es natürlich cool, aber so, ja, musst du das jetzt nicht so... Muss ich das nicht so, hier auch nochmal ein paar Anperspektiven. Die Formel 2 wird es auch wieder geben, sehr, sehr cool. Eine meiner Lieblingssachen im Formel 1, auch die Formel 2. Cooler würde ich es noch finden, die Formel 3 zu haben, anstatt die Supercars, weil die Formel 3 sind noch Rasenmähertraktoren und dann so eine reale Karriere wie damals. Du musst im Young Driver Test beginnen, dann musst du dich hocharbeiten. Ein schlechteres Formel 3 Team nimmt dich dann auf. Du hast vielleicht sogar, planmäßige Motorschäden oder irgendwelche Schäden, wo du so eine Art Sequenzen sogar durchfahren musst, ähnlich wie dieser Story-Modus letztes Jahr, und dann musst du dich in die Formel 2 hochkämpfen. Vielleicht nehmen sie dich, weil deine Leistung jetzt nicht optimal war im ersten Jahr nicht. Du musst noch ein Jahr in der Formel 3 fahren, musst dich dann hocharbeiten in die Formel 2, dann siehst du auch nach ein, zwei Seasons, wie der oder der in der Karriere aufhört. Einer deiner Rivalen in der Formel 2 vielleicht in die Formel 1 aufsteigt, du noch ein Jahr in der Formel 2 bleiben musst. Das wäre natürlich mühsam, aber so ist halt eine richtige Karriere. Du musst dir diesen Platz verdienen und nicht so, ja, suchst du dir halt einfach das beste Team aus. Versteht ihr? Und dann musst du noch in einem Young Driver Test dich beweisen. Darfst vielleicht an einem Testtag am Freitag als Freitagsfahrer fahren, musst dann aber trotzdem wieder zurück in die Formel 1 und kannst dann wieder dich hocharbeiten. Dann nimmt dich vielleicht Haas oder dich nimmt Alfa Romeo, vielleicht bist du so gut gewesen, dass dich in der Formel 2 schon Red Bull genommen hat. Und das wäre für mich auch eine reale, richtige Karriere. Natürlich ist jetzt der Fokus sehr auf mein Team, aber dennoch, man muss sagen, Formel 2, also ein richtiger Karrieremodus, wie damals, wie in Formel 1 2013, 14, da oder auch 12, da hattest du noch den Young Driver Test, hast dich im schlechtesten Auto wirklich, das war wirklich schlecht, hatte kein Kers, das war noch... Wie die Formel 1 wirklich ist, versteht ihr, was ich meine? So, und hier nochmal die Formel 2. Natürlich gibt es da auch alle Autos, alle Designs und auch den offiziellen Kalender. Das ist natürlich sehr, sehr genial. Und hier, wow, sehr, sehr schön. Ich freue mich verdammt auf das Game. Es kommt in circa 3 Wochen raus und Enter the New Era. Werden wir auf jeden Fall tun, Leute. Auf diesem Kanal, supportet uns, abonniert gerne den Channel. Und ich habe, glaube ich, mich ordentlich ausgesprochen. Pre-Order könnt ihr jetzt vorbestellen. Und dann dürft ihr es auch 3 Tage vorher spielen, also abonniert gerne den Channel. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, atio_gaming auf Instagram und it's_tobi_ auf TikTok. Vielen Dank fürs Zugucken.